Herzlich willkommen beim Triabi Fahrradfest. Letztes Jahr war ich noch allein, diesmal sind wir ein bisschen mehr. Aber bevor es losgeht mit dem Triabi Fahrradfest, steht natürlich nochmal Intervalltraining auf dem Plan. Super, vor allen Dingen hier mit dem Ausblick. Fahr nochmal die Strecke ab hier, damit ja alles in den rechten Ding zugeht. Das ist der Stellaritzer See. Quatsch. Das ist der Stürmzahler See. Aber natürlich kann ich am Sonntag nicht mit diesem Schmuckstück hier fahren. Sondern mit diesem Schmuckstück hier. Und jetzt fahren wir erstmal auch schön zum Einzelzeitfahren. Mal gucken, was sie da eigentlich machen. Was will er denn? Richtig aufregend. Habt ihr die ganzen Zeitfahrer gesehen? Überall Zeitfahrer links, Zeitfahrer rechts, oben, unten, Zeitfahrer überall. Was will er denn? Naja, also wir haben die jetzt nicht gesehen leider, deswegen fahren wir jetzt relativ unbefriedigt wieder zurück nach Hause. Aber da gibt es immer ein lecker Essen. Versuchen heute mal Kartoffeln anstatt Nudeln. Lecker. So, wir sind jetzt hier am Meldebüro. Meldebüro, wir holen jetzt hier die Unterlagen ab und essen Nudeln. Mehr machen wir eigentlich nicht. Aber vorher muss ich erstmal aussteigen. So, es ist also soweit, die Sonne lacht. So wie ich. Und jetzt geht's zum Rennen. Für mich zwar jetzt auch nicht so Bombe und versuche vielleicht nicht völlig durchzuziehen, aber Hauptsache wir kommen gleich an die richtige Stelle, nicht so wie gestern. Was will er denn? Und also hoffentlich sehen wir gleich ein paar andere Fahrradfahrer. Also ich bin gespannt. Also jetzt mal eine kurze Runde warm fahren. Ungefähr 5 Minuten haben wir noch Zeit. Und dann geht's vor in Reihe B, 100 Kilometer Abfahrt.
war also das Triabi Fahrradfest 2017. Andere nennen es auch die Neuseen Classics. Auf jeden Fall, kurze Zusammenfassung noch. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, muss ich sagen. War diesmal nicht ganz so anstrengend, weil wir ein ziemlich cooles Feld hatten. Gab wieder ein paar Stürze leider, eine Ölspur. Irgendwann war mal Wasser auf der Straße von der Feuerwehr. Zumindest habe ich gemerkt, und jetzt kommen erstmal zwei Phrasen. Zumindest habe ich gemerkt, Achtung, Phrasen. Die Maschine sitzt auf dem Fahrrad und man braucht es nicht nur hier, sondern auch hier. Also ich bin ja mit dem Teil hier gefahren, knappe 11 Kilo aerodynamisch durch den Gepäckträger hier. Hat sich bemerkbar gemacht, vor allen Dingen im Schlusssprint. Genau, und neben mir sind Fahrräder gefahren, die kosten halt nicht 500, sondern 5000 Euro. Und trotzdem konnte ich da mithalten. Bin natürlich auch ein bisschen an meine Grenzen gekommen am Berg, klar. Aber trotzdem muss ich sagen, hatte ich vorher ein bisschen Angst, dass ich da mit den Carbon-Maschinen nicht mithalten kann. Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Wir hatten jetzt einen Schnitt von 37,2 ungefähr. Und die 100 Kilometer, oder es waren 103 Kilometer, in 2 Stunden 45 Minuten gefahren etwa. Ich finde das schon ganz ordentlich, vor allem mit dem 11 Kilo Fahrrad. Das war auf jeden Fall auch jetzt die letzte große Belastung vor der Mitteldistanz. Also ich werde jetzt ein bisschen runterfahren. Nächste Woche gibt es ein Trainingswochenende. Dann trifft noch mein neuer Rennanzug ein. Das wird super fantastisch. Auf den freue ich mich schon seit sehr langer Zeit. Der wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche eintreffen. Dann gibt es auch nochmal ein Bike-Fitting. Und dann sind eigentlich die Vorbereitungen soweit abgeschlossen. Alles wird im Videoformat verpackt. Ihr werdet immer auf dem Laufenden bleiben. Vor allem, wenn ihr abonniert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und bald gibt es wohl auch noch eine Verlosung von mir. Wenn ich die 100 Abonnenten-Marke knacke, dann gibt es hier eine Verlosung. Ganz plötzlich, ganz spontan. Da kann jeder von euch was gewinnen. Also unbedingt immer gucken, was bei Triabi los ist. Dann ist alles viel besser. Vielen Dank, macht's gut. Auf Wiedersehen.